Der Dschungel, die grüne Hölle, heiß, feuchte Luft, die reinste Sauna. Man möchte am liebsten in Eiswasser springen und sich abkühlen. Der Urwald wird dich verschlingen, wenn du nicht stark genug bist. Du musst den absoluten Überlebenswillen besitzen und selbst dann wirst du es schwer haben. Wilde Tiere lauern, nachts kannst du sie nicht sehen und nicht hören. Dich hingegen werden sie sehen. Dessen kannst du dir ganz sicher sein. Sie werden dich riechen, sehen und hören. Dann schleichen sie sich an und werden dich fressen, auffressen. Du kannst direkt auf dem Boden schlafen. Ja, mach das nur. Dann werden dich Kleingetier anknabbern und langsam verspeisen. Giftige Schlangen, Skorpione und Spinnen, auch Tausendfüßler. Viel größer, als du dir vorgestellt hattest. Du wirst dir ein Lager bauen müssen, aber das wird nicht so einfach werden, wie du dir das vorgestellt hast. Besorg dir Lianen, Stecken und Palmblätter. Du meinst, du schaffst das alles in einer Stunde? Ha! Der Dschungel wird dich eines Besseren belehren. Es wird schneller dunkel sein, als du denkst. Und wenn du Pech hast, wird es regnen. Heftig regnen. Viel mehr, als du es bisher überhaupt gekannt hattest. Und ja, du kannst dir ein Lagerfeuer einrichten, welches dich nachts etwas schützen wird. Du wirst dich wohler und etwas sicherer fühlen. Mach ruhig, versuch es. Du hast keine Ahnung, Junge. Du wirst es kaum schaffen. Alles ist nass oder zumindest feucht. Die grüne Hölle hat dich eingeschlossen in ihren Mantel. Du bist gefangen, du hast keine Chance. Früher oder später wirst du eins sein mit dem Dschungel. Ja, ganz sicher. Du wirst ein Teil von ihm werden. Du änderst im Magen eines Jaguars oder wirst nach einem Schlangenbiss von ekligem Kleingetier langsam aufgefressen. Oder Blutegel haben schon zuvor längst sämtliches Blut aus dir herausgezogen. Du wirst dich selbst hassen, jemals diesen Wald betreten zu haben. Das weiß ich jetzt schon. Du wirst halb verdurstet vor einem Gewässer stehen. Kühles Wasser. Du hast es geschafft, denkst du jedenfalls. Aber bevor du verdurstest, wirst du davon trinken. Ein Riesenfehler. Fieber wird dich quälen, Übelkeit. Du wirst dich so krank fühlen, dass du am liebsten von der hohen Klippe springen möchtest. Dann hätte alles ein schnelles Ende. Aber du tust es dennoch nicht, denn du willst unbedingt überleben. Ja, versuch es weiter. Quäle dich ruhig. Hunger? Kein Problem. Es gibt genug Pflanzen, Pilze oder Fische. Mach ruhig. Versuche, einen Fisch zu fangen. Das wird dir so viel Energie kosten, dass du nur noch schlafen möchtest. Du wirst keinen einzigen erwischen, sei gewiss. Geh ruhig in das Wasser. Piranhas warten auf dich. Der Dschungel freut sich über deinen Besuch, denn er hat wieder Futtermaterial gefunden. Affen beobachten dich. Du hörst ihre Stimmen, als wenn sie über dich lachen. Oder vielleicht tun sie es tatsächlich. Du weißt es nicht. Du denkst darüber nach, den nächsten Schritt zu tun und gehst einen natürlichen Pfad entlang. Gut soweit. Dann merkst du aber, dass du einen Ausschlag bekommst. Ha, es waren die giftigen Blätter, die dich berührten. Dann wirst du Schmerzen bekommen. Es brennt wie Feuer. Ja, schrei nur. Der Dschungel wird dich hören. Der Jaguar hört es ganz sicher. Er spitzt schon seine Ohren. Aber er wird nicht gleich kommen. Vergiss es. Nein, er hat Zeit, im Gegensatz zu dir. Er wird sich nachts anschleichen. Du wirst seine Krallen spüren, bevor du weißt, was mit dir überhaupt passiert. Er wird grausam sein, der Jaguar und auch der Dschungel. Unerbittlich, kein Erbarmen. Es ist ihm völlig egal, ob du überlebst oder nicht. Hauptsache, er überlebt. Er wird weiterhin seine Bäume wachsen lassen, ob du nun in deinem Lager sitzt oder bereits Dünger bist. Du kannst dich nicht vor ihm verstecken. Vergiss es. Er sieht und hört dich. Jederzeit. Überall. Er wird mit dir spielen. Grausame Spiele. Er zeigt dir Wasser, welches du nicht trinken kannst.
die Hölle für dich. Und selbst wenn, werden dich Fische und sonstige Tiere attackieren. Und jeder Schritt könnte für dich tödlich enden. Die Schlangen hören oder riechen dich nicht. Richtig. Ha, müssen die auch nicht. Die Vibration durch dein Gehen reicht schon lange aus. Sie lauern jederzeit bissbereit. Und du wirst den Biss im ersten Moment kaum spüren. Vielleicht sogar gar nicht. Dann fängst du zu zittern an. Dann wird es dir klar, was dir passiert ist. Du hast keine Chance. Nach wenigen Stunden schon wirst du so und so nicht mehr denken können. Ha, aber du wirst die Schönheit der Natur kennenlernen. Das ist versprochen. Wunderschöne Wasserfälle, farbenfrohe Papageien, wie im Paradies, ein Paradies, welches dich auslacht. Es wird dich verschlingen, so oder so. Auf welche Weise wirst du irgendwann erfahren? Sei auf der Hut. Aber es wird dir so und so nichts bringen. Am besten, du schließt jetzt schon für dich ab, Junge. Akzeptiere es einfach, dann wirst du wenigstens noch ein paar glückliche Stunden erleben dürfen. Ein paar Stunden, die Zeit tickt. Tick, tick, tick. Immerhin hast du bereits einige hundert Meter geschafft. In wenigen Stunden. Und? Was bringt's? Genau, gar nichts. Es ist dasselbe. Dasselbe wie vorhin. Obgleich du an der Felswand eine Höhle erkennen kannst, deine Rettung? Woher willst du denn das wissen? Welche Tiere darin leben? Probiere es doch, geh hinein. Hier bist du erst recht gefangen, mein Freund. Kein Wasser, kein Essen. Kohlehydrate, Eiweiß, Fett und Wasser, alles fehlt dir bereits. Bereits jetzt schon. Du hast kaum noch Kräfte, hast noch nicht mal einen Schlafplatz. Ich lach mich kaputt. Wie willst du das machen? Glaubst du etwa, jemand kommt dir zu Hilfe? Ha, wie naiv bist du, mein Freund. Vielleicht sieht dich ein Eingeborener. Na klar, der würde dir natürlich helfen. Er gibt dir zunächst was zu trinken und zu essen, Bananen und so weiter. Oder was denkst du? Bananen mit Schokoüberzug? Oder Honigjoghurt zum Frühstück? Ich lach mich wieder mal kaputt. Ja, steige dich ruhig rein. Das macht dir noch mehr Hunger. Ich sage dir was, und auch wenn es dir nicht gefallen wird. Der Eingeborene, der wird sich freuen, auf dich getroffen zu sein. Denn jetzt hat er sein Abendessen gefunden. Er wird dich rösten oder kochen. Mal sehen. Er weiß es noch nicht. Aber das macht dir auch nichts. Er hat Zeit. Im Gegensatz zu dir. Die Zeit tickt. Tick, tick, tick. Du wirst hier in der Hölle schmoren, in der grünen Hölle. Und sollte alles nicht so passieren, wie ich dir gesagt habe, naja, dann wird dich vielleicht eine Kokosnuss erschlagen, die gerade von einem Baum fällt. Du wirst schon sehen. Du wirst noch an meine Worte denken. Geh nur weiter dem Pfad. Da fühlst du dich etwas sicher. Und unter der Erde haben sich Schlangen versteckt. Du wirst dir früher oder später an einem Felsen, einem Stock oder an Dornen die Füße blutig reißen. Ja, prima. Dann riecht dich der Jaguar umso früher. Aber geh ruhig weiter, wenn du meinst, deine Naivität wird dir zum Verhängnis werden. Und denk immer daran, niemand, aber auch wirklich niemand wird dir zu Hilfe kommen. Vergiss es einfach. Ach übrigens, du könntest wenigstens versuchen, etwas Regenwasser aufzufangen. Weißt du, wie das geht? Hast du schon eine Technik im Kopf? Ja, da liegst du gar nicht so falsch. Du scheinst schlauer zu sein, als ich dachte. Ja, genau, Blätter, klar. Nimm aber am besten Palmblätter. Lass dich bloß nicht auf Pflanzen ein, die giftig sein könnten, sonst hast du bald giftiges Regenwasser getrunken. Ha, natürlich kannst du dir eine Fischreuse bauen. Ja, ich lach mich wieder mal kaputt. Weißt du, wie aufwendig das ist? Und selbst wenn, willst du im Ernst viele Stunden dasitzen und darauf warten, bis ein dämlicher Fisch sich darin verfängt? Ich lach mich wieder kaputt. Wie? Ein Speer? Naja, okay, das klingt schon etwas besser. Aber wie schnitzt du dir den denn zurecht? Was? Gegen einen kantigen Felsen schlagen? Okay, also das klingt ehrlich gesagt gar nicht mal so blöde. Aber dennoch,
Dich will ich sehen, wenn du am oder im Wasser stehst und wirklich einen Fisch erwischen solltest. Okay, okay, okay. Nehmen wir an, du schaffst es. Willst du ihn roh essen? Pfui. Mit allem drum und dran? Was? Ausnehmen? Ja, schon. Aber wie? Mit was denn? Ein schneidiger Stein. Okay, da gebe ich dir natürlich recht. Das sollte funktionieren. Und nun isst du ihn roh? Sushi oder was? Okay, ja, besser als nichts. Warte, ich höre dich kaum. Sprich bitte ein wenig lauter. Was? Ach so, okay. Du möchtest die Gräten nutzen und weitere Werkzeuge oder Waffen bauen. Ja, das leuchtet ein. Das klingt nach Überlebenskunst, muss ich zugeben. Hast du das schon mal gemacht? Kannst du das wirklich? Ich meine, bei der Hitze, halb verhungert und halb verdurstet? Du kannst ja, wie ich höre, überhaupt noch kaum vernünftig sprechen. So trocken ist dein Mund. Je, Mini. Versuch bitte etwas deutlicher zu sprechen. Ich jedenfalls feiere das, wie du von dir selber so ja, eingenommen bist. Ja, du bist der totale Überlebenskünstler. Du gehst durch den Dschungel, als würdest du durch einen Park laufen. Das glaube ich dir gerne. Großes Mundwerk halt mal wieder. Und dann sehe ich dich schon liegend auf dem Boden und du wirst betteln und beten. Heulen wirst du aus Verzweiflung heraus, das kann ich dir eher versprechen. Wie heißt du eigentlich, mein Kleiner? Was? Johnny? Klingt ja interessant. Das habe ich schon 1000 Mal gehört. Und weißt du was? 999 Mal waren es die letzten Worte von diesem Typen. Und dein Nachname? Woodman? Im Ernst? Ist das dein echter Name? Ach so, den hast du dir einfach selber verpasst. Naja, warum nicht? Nenn dich, wie du willst. Dem Dschungel wird dies so oder so egal sein. Völlig egal. Denn dessen kannst du dir sicher sein, mein Freund. Aber weißt du was? Irgendwie bist du mir sogar sympathisch. Auf eine gewisse Art und Weise sympathisch. Zwar kommst du sehr großmäulig hierher und bringst die totale Arroganz mit. Aber langsam fange ich an, mit dir Spaß zu haben. Du willst hier in der grünen Hölle etwas spielen. Na gut, warum nicht? Es wird mir eine Freude sein, zu sehen, wie du langsam verrecken wirst, mein Freund. Lass mal überlegen. Ich bin ausnahmsweise sogar bereit, dir etwas für den Start in die Hand zu geben. Hier hast du ein paar, sagen wir, Früchte. Damit kannst du eine Weile überleben. Die schmecken sogar richtig gut. Was? Nein, so gemein will ich nicht sein. Die sind nicht giftig. Vertrau mir. Das wäre ja langweilig, dich jetzt schon auf dem Boden liegen zu sehen. Nee, ich will das richtig lange genießen. Deshalb gebe ich dir sogar ein paar Kokosnüsse. Du musst es nur schaffen, diese aufzubrechen. Ja, ich werde dir sogar auch noch etwas Regenwasser geben. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Du musst es nur schaffen, dir bis dahin rechtzeitig etwas zu bauen, damit du es auffangen kannst. Okay. Und nachdem ich schon so großzügig bin, erhöhe ich deine Chancen sogar nochmals. Ich gebe dir sogar hinzu auch noch etwas trockenes Feuerholz, falls du es jemals schaffen solltest, einen Funken anzubekommen. Du müsstest es nur schaffen, dir entsprechendes Werkzeug zu bauen, eine Steinaxt. Aber ja, was erzähle ich dir da? Das hast du Großmaul natürlich schon längst im Kopf, so wie ich dich kenne. Jedenfalls Steine wirst du einige finden können und Bindematerial, naja, davon hängt ja eh genug herum. Wie willst du denn überhaupt Zunder finden? Ich lach mich tot. Bitte was? Ein Vogelnest? Das klingt ja gar nicht so übel. Ich sag ja, mir macht das langsam immer mehr Spaß mit dir. Also solltest du wirklich ein Vogelnest finden, weißt du was? Dann verspreche ich dir, lege ich auch ein paar Eier und Federn rein. Ist das nicht großzügig von mir? Jedenfalls, eines kann ich dir gerne versprechen. Du wirst unglaublich schöne Landschaften entdecken. So schön, dass du fasziniert sein wirst. Und du wirst ganz sicher stundenlang dastehen und den Mond anschauen oder den Wasserfall. Türkisfarbenes Wasser mit Seerosen, nebelige Berge im Hintergrund. Dazu auch einen Sound im Hintergrund, der dich träumen lassen wird. Vogelgesang, Affengeschrei, Aras werden dir zurufen und Wasser rauschen, um das Ganze abzurunden. Ab und zu werde ich dich aber auch etwas erschrecken. Schließlich will ich dabei auch meinen Spaß haben.
Ich sehe dich jetzt schon, wie du dich zittrig und ängstlich geduckt hinter einem Baum verstecken wirst, weil du das Knurren des Jaguars hörst oder das lästige Summen eines Bienenschwarms. Es wird sich sehr gefährlich anhören. Es macht mir jetzt schon Riesenspaß, allein daran zu denken, dein ängstliches und erschrockenes Gesicht dabei beobachten zu können. Also gut, Junge, komm. Dann lass uns doch beginnen. Bin jetzt schon ganz neugierig und gespannt, wann du zu Boden gehen wirst und jämmerlich flehen wirst. Also mein Freund, komm, auf geht's!